So, da sind wir wieder bei Let's Adventure, Yo Minecraft, mit König Enzenkind und König Zombie. Und ich überschütte ihn erstmal mit Gold. Gold! wie kann es zwei Könige geben? Ich bin die Königin. Hi. Ich gehe mal. Wieso haben wir getrennte Betten? Liebst du mich nicht mehr? Ah, warum ist die Skype-Aufnahme so scheiße? Weiß ich nicht. Bei mir klingt's ganz toll. Schaut einfach bei mir. Wir nehmen gerade beide auf übrigens, weil es beide genau auf unserem Warum, Kanal kommt. Wo hast du das ganze Zeug jetzt her? Das habe ich hergecheatet, um dich mit Gold zu überschütten. Du bist ein König. Ach so. Ich mache mir nichts aus Material mit dem Ding. Aus Zeug. Aus Zeug. wir haben zweimal Schilder, ne? Ja. Gut, dann lese ich erst. Herzlich willkommen, Zombie und Endzeitkind. Diese Map ist speziell für euch beide gebaut. Es ist meine zweite Adventure-Map. Ich hoffe, sie gefällt euch. Regeln, keine Blöcke setzen, zerstören der Blöcke nur auf Kommando. Zerstören! Ja, zu spät. Wo bist du? Hinten, neben dir? Auf deinem Bett? Ah, da. Ich schaue ja auch auf die Schere. Ich war verwirrt. Spawnpunkte auf grüner Wolle setzen oder schlafen. Mods erlaubt für Spawnpunkte und zum Fliegen beim. Was? Mods erlaubt für Spawnpunkte und zum Fliegen bei Problemen. Okay. Spielt vorerst auf Peaceful, nachher auf Easy. Okay, das kann ich über die Textdateien ändern. Hier könnte deine eigene Regel stehen: Gut. Nicht in die Ecken kacken. Da habe ich schon. Du hast angefangen. Du hast das Gold da in die Ecke gekackt. Na, ich kacke Gold. Ja, scheinbar. Guck da. Ich geh zur Bank. Da ist ein Goldnugget. Gut. Darf ich die Story vorlesen? Seid gegrüßt, eure Majestät. Ich bin euer treuer Untergebener. Leider bin ich bereits verstorben. Oh. Also spreche ich als Geist zu euch. Ich werde euch und König Endzeit helfen, durch euer Gefängnis zu gelangen, indem ich in Form von Schildern zu euch beiden spreche. Die Kunst der Telepathie habe ich... Hey... Ich hab dich angekackt. Die Telepathie habe ich leider nie gelernt. Warum ihr beide als Könige eingesperrt seid, erfahrt ihr im Laufe der Testkammern. Nun begebt euch in die ersten Testkammern und stellt euch eurem Schicksal. Okay. Ich rede die ganze Map jetzt oder so. Bitte nicht. Ich entsorge kurz mal das Zeug. Okay. Creative Mode, wegschmeiße, löschen. Weißt du, was lustig ist? Was denn? Testkammer 1, deine Aufgabe gibt dem König sein Gold. Nur so kommt ihr beide hier weiter. Zu spät, ist schon gelöscht. So. Soll dem König sein Gold geben? Was? Testkammer 1, opfere das Gold, das dir König Endzeit rüberreicht, um den Ausgang für euch beide zu öffnen. Na, mach mal. Ich frage mich gerade, wie. Jetzt guck dich um. Guck mich um. Warte mal. Kannst du weitergehen auch einfach? Nee, oder? Nein. Hier okay, ist vielleicht kann ich bestimmt machen. Schrein des heiligen Gottes, zeige deine Ehrfurcht. Okay, da muss ich was reinwerfen. Kann ich aber auch selber reinfallen. Ich drück mal hier drauf, ne? Okay, hier geht die Tür auf. Gut. Das ist ja schon mal was. Boah, ich bin voll der Hacker-Pro. So, jetzt warte ich hier, bis dein Gold kommt. Kommst du bestimmt gleich hochgelaufen. Boah. Da ist Gold. Da. Einmal zu viel auf Escape gedrückt. Kann man ja auch da gut. Schwimmt da. Fisch. Blip. Nom nom. Das war's nicht. Ich wollte gerade sagen, sah so ein bisschen aus, als hättest du gerade irgendwie so ein Schokoriegel von Charlie Schokoladenfabrik in der Fresse. Testkammer 2. lasst euch den Weg öffnen und dann öffnet den Weg für König Zombie mit dem Hebel am Ende. Testkammer 2, König Zombie, ihr müsst bis ganz nach oben gelangen, um den Weg für Endzeit zu ebnen. Dann wird er beide Türen öffnen und ihr könnt weiter. Also was musst du machen? Ich muss irgendwo hochklettern. Ja, und ich muss hier anscheinend warten, denn hier ist ein riesiger See mit Lava. Also ich darf... Okay, das Übliche. Ich darf springen und ich befürchte, hier wird auch ein Jump and Run raus. Nein. Doch, da ist ein Loch in die Decke. Beim letzten. Was sind hier überall Truhen? Oh, Gold. Gold. Goldrüstung. Gold. Goldrüstung. Warte, ich guck mich hier auch nochmal um. Oh, ich habe auch eine Goldrüstung. Und eben. Gold. Ich bin der King. Nachdem ich eine Lederrüstung bekam, bekomme ich jetzt eine Goldrüstung. Okay. Ich bin der Curry King. Der vom Maika? Ja. Oder der nachgemachte aus Alter! Ich bin zu dumm zum Springen. Da hast du mich noch nicht gesehen. Hast du vielleicht ein paar Springerstiefel für mich?
Na, mit dem kann man, glaube ich, nicht wirklich gut springen. Ich schaffe den Sprung nicht. Ich sollte mich vielleicht mal konzentrieren. Ich muss meine königliche Konzentration einsetzen. Dina tragt mich hinüber. Genau. Ach ja, ist spannend hier auf meiner Seite, ne, Leute? Ja, wie immer halt. Sehr schön. Ich habe eine Map bei dir angeschaut, wo du von Aliens entführt warst. Die habe ich während meiner Zugfahrt angeschaut. Da hast du sehr viel kapiert. Ich weiß selber jetzt gerade gar nicht mehr, welche das war. Das war die mit dem Buch, wo die Zahlen so durchgescrollt sind. Keine Ahnung. Zieht den Hebel und wartet hier auf König Enzelt. Nein, ich habe nur eine Brücke, Halleluja. Okay, schön. Das war jetzt wirklich, ich stand die ganze Zeit davor, bitte seine Brücke, bitte seine Brücke. Das ist doch Scheiter. Ah. Ja, warte, ich habe hier aber noch Truhen hängen und so. Okay. Boah, da hat sich eine Tür für mich geöffnet. Und für mich auch. Hi. Oh mein Gott. Story-Part von Endzeit und Story-Part von Zombie. Okay. Ich fange an. Ich glaube. Okay. Das muss ich mit epischer Stimme vorlesen, weil ich König bin. Mhm. Ihr seid König Zombie, Herrscher der untoten Herrscharen, der Zombies und Creeper. Euer Königreich ist der wichtigste Verbündete des Königreichs von König Endzeit. Ihr wurdet hier zusammen mit König Endzeit eingesperrt, weil ihr über mehr Intelligenz verfügt als jeder normale Zombie. Durch eure hohe Intelligenz seid ihr eine Gefährdung der Existenzen der einfachen dummen Zombies. Bla bla bla, unnötige Schild, FTWD, Symmetrie und so. Sehr interessant, vor allem die letzten beiden Schilder. Ja. Ihr seid König Endzeit, Herrscher über die zeitlosen Bestien. Langweilig. Der Skelette und Enderwelt. Ich will mehr über König Zombie hören. Euer Königreich ist der wichtig. Ich muss jetzt lachen, weil ich immer weiß, dass du dazwischen schreist. Oder? Euer Königreich ist der wichtigste Verbündete des Königreichs von König Zombie. Jeder von euch wurde von seinem eigenen Volk verraten. Die Verräter wollen euer Blut und haben euch in ein Gefängnis gesperrt, in der Hoffnung, dass ihr niemals wieder das Tageslicht erreichen werdet. Hi, sagt Zombie auch. Hi, bitte. Hi. Hau mich nicht mit dem Schwert. Tut okay. Weh. Nun, meine werten Könige, legt euch schlafen. Danach nehmt die Ausrüstung aus den Truhen mit. Giving one of golden hoe to zombie. Was? Ich hatte eine goldene Hacke. Hacke, okay. Feldhacke. Oh, eine Rüstung. Und ein Diamant und Bogen und Schwert und Gold und alles. Und alles Mögliche. Schön, dass du das alles gesagt hast und ich alles genau das gleiche hatte. Jetzt habe ich zwei Lederrüstungen, eine Gold... Nee, warte, was hier soll ich... Hast du keine Eisen? Doch, hast du. Aber nur teils, so. So. Ja, ich auch Hälfte. 50-50. So, und jetzt habe ich zwei Eisenschwerter. Okay, der hat sehr gut mit uns gemeint. Bevor es allerdings zum Kämpfen kommt, müsst ihr eine weitere Prüfung bestehen. Nun geht. Ein König links und ein König rechts. Sucht euch aus, wer wo lang geht. Erst wenn beide ankommen, öffne ich den Weg. Ja, ich gehe einfach links rum. Oh. Ah. Okay. Ui. Hallo, hallo, hallo. Ihr müsst sehr hungrig sein. Nehmt diese Steaks mit, die von euren noch treuen und... Was? Die von euren noch treuen Untertanen gebraten wurden. Ja, wir stellen ja... zwischendrin auf. Steaks, bei mir steht genau dasselbe. Steht bei dir hinten auch bei der Truhe was? Du wirst auf eine seltsame Wand stoßen. Schieße auf die obere Hälfte eines verdächtigen Blockes, um den Geheimraum zu öffnen und den großen Schatz zu finden. Okay, dir wird der Weg zum Geheimraum geöffnet. Nimm alles mit, was du dort findest und teile es mit deinem Partner. Für später gebe ich dir nun noch eine Waffe und Munition. Ich habe jetzt zwei Bögen. Aber ich auch. Ich sag, er meint sehr gut mit uns. Oh, ich hab. Seid gegrüßt. Es empfiehlt sich, diesen Raum im Hellen zu machen, da es wichtig ist, dass man alles sieht. Zieht den richtigen Hebel, damit die Türen aufgehen. Wichtig, die Türen öffnen sich nur wenn beide Könige die richtigen Hebel gezogen haben. Tipp: Jede stehende Fackel muss aus sein. Und was ist mit den liegenden? Nein. Okay. Redstone! Wir müssen aus sein. Okay.
Die sind aus. Wie viele Schalter habe ich denn? 4. Dann mache ich die aus. Okay, hey. Meine sind aus. Dann siehst du. Einfach mal random Schalter drücken, klappt. Psst, immer. Geheim, steht bei mir in der Ecke hier oben. Oh, ominöse Wand. Ich schieße mal auf den oberen Teil. Ach so, das wird den Geheimweg beim für mich öffnen. Okay, hab schon verstanden. Okay. Ihr habt den Geheimraum gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Nun bedient euch an dem Schatz. Das ist der Geheimraum. Beeilung, er verschließt sich selbst nach einer kurzen Zeit. Ja, du nimmst alles mit, ne? Nee, komm rein, hier ist Zeug für dich. Okay. Du nimmst die rechte Truhe, ich nehme die linke. Bestimmt sind wir gleich eingesperrt und verhungern hier drin. Vermutlich. Ich esse dich zuerst auf. An mir ist nur Fett dran. So. So, dann ziehen wir. Boah, ich habe das ganze Inventar voll mit Rüstung. Ja, das war bei meiner letzten Map schon. Da habe ich mich voll aufgeregt. Hab ich auch gesehen. Hier, du bist 3 Schritte gegangen. Nimm diese Rüstung. Besonders, wir müssen ja nicht mal kämpfen. Doch, jetzt. Ich packe hier mal alles rein. Jetzt. Alter, steht was. Ich lese. Sehr gut, ihr seid bis hierher gelangt. Nun wird es gefährlicher als vorher. Eure Untertanen wollen euch nun ans Leder, also bewaffnet euch und zeigt ihnen, wer die Könige sind. Der nächste Raum ist der letzte mit einem Rätsel. Am besten ist es, wenn ihr beide Verräter vernichtet. Nachdem ihr das letzte Rätsel gelöst habt, könnt ihr auf eure Plätze und den restlichen Untoten zeigen, dass ihr die wahren Helden seid, Herrscher seid. Viel Glück euch, ihr beiden. Stelle auf easy. Hab ich schon gerade gemacht. Ich höre gleich schon eine Fledermaus. Boah, ja, und die sind hier. Also, okay. Wir haben hier Fackeln, ne? Hast du gesehen? Oh Gott, die sehen ja creepy aus. Was bist du denn für einer? Ach, das ist so ein Villager-Zombie, ne? Ja. Warte, ich muss mal eben mein Diamond Sword. So. Look at my Diamond Sword. I can spalt you in 2 Hälften. Wie viele Creeper hast du? Mein neues Facebook-Spiel, Creeper-Bill. Mach mal Licht. Ich hab einen Enderman angeguckt, ich höre Creepy-Geräusche. Hast du die neuen Enderman-Geräusche schon mal gehört? So wirklich? Nee, so noch nicht. Dann starr mal den Enderman da drüben an. Einfach nur angucken, wenn du Zeit hast. So, dass er so aggressiv auf dich wird. Hört sich an wie ein Zug, der vorbeifährt. Das wird aber immer so schön lauter. Er hat sich wegteleportiert. Nein! Nicht! Komm raus hier. Der Ender Train. Ich leg mal einen Schalter hier auf der meiner Seite, lege ich alle Schalter mal um, ja? Ja, ich versuchte hier gerade zu gucken, dass der Creeper nicht die Truhe wegspringt. Wäre unpraktisch. So, meine Schalter sind beide aktiviert. Ja, ich räume hier gerade die Truhen ab, die hier sind. Die Schalter sind oben drauf. Oh, habe ich nicht gesehen. Dödel. Gut, dann mache ich nochmal den Schalter hier. Angebt der Ausgang scheint offen zu sein. Okay, ich guck also, trotzdem, was hier oben los ist. Ändert nichts. Egal. Okay. Findet und betätigt die 4 Hebel in diesem Raum. Passt aber auf, die Untoten, die euch töten wollen, auf. Stellt danach wieder auf Peaceful. Ich bin dabei. Moment. Da. Ich höre schon die Slimies. Ich auch. Oh, hört uns an. Difficulty 0. / Reload. Und weg sind sie. Oh. Sehr gut, nun weiter zum Thronsaal. König Zombie, haltet euch links, dies ist euer Thron. König Ernst, haltet euch rechts, das ist euer Thron. Ihr beide seid nun wieder die Herrscher über der Untoten. Mann, klingst du jetzt scheiße gerade in Skype, aber man versteht dich wenigstens noch. Okay. Boah. Sehr gut, nun weiter zu, ja. Das Rätsel und das Kämpfen hat nun ein Ende. Jetzt könnt ihr aber die Map erkunden. Geht dazu nach hinten weiter. Ich will erst auf meinen Thron und essen. So. Hi, König Ernst, hi. Ich mach gerade groß! Jetzt nicht mehr. Auf deinem Thron. Ja. Wenn ihr fertig seid mit Erkunden, dann geht zur Diamantenplattform. Aua. Am Spawn. Nehmt am besten die Erkundungsbahn. Alternativ zu der Erkundungsbahn könnt ihr auch über die Map fliegen und euch ansehen, was ich alles gebaut habe. Wenn ihr fahrt, gelangt ihr zum Spawnpunkt. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Schaltung mit den Schildern zu versehen. Bahnstrecke für Endzeitkind. Zu finden gab's 2 Dia-Rüstung, 2 Dia-Schwerter. Wir haben 9 Dia-Schwert. Ein Stack. Außer das noch jetzt drin. Ein Stack Dias. Aber auch nicht. 2 Stack Gold, 2 Bögen und 2 Stacks Pfeile. 2 Stacks Pfeile habe ich, 2 Bögen habe ich. Ich hab's gesehen. Glaub nicht. Miau. Ich krieg nicht genug Speed. Tja, zwei hier ohne dich. Das ist die Map. König Endzeitkind ist noch auf seinem Thron. Der muss nicht noch ein Popo abwischen. Bleib hier. So, ich bin da. Hi.
Wo bist denn du? Ach, ganz irgendwo hinten. Hier hinten. Ja, war kurz. Da vorne ist eine Wand. Ja, aber war lustig. Aber war cool, ja. Diese Koop-Maps sind recht nice eigentlich. Feuer! Ich springe jetzt hier raus, ich will sehen, was da ist. Nein. Okay, der hätte hier gehalten. Du bist unsichtbar bei mir. Spawn! Du bist warte. Unsichtbar. Okay, warte. Nein, halt, das. Das war total intelligent jetzt. Ninja-Zeitkind. Das war jetzt gerade total intelligent, ah, hallo. Weil ich gerade auf die Singleplayer-Map gekommen bin. Oh, cool. Vielen Dank fürs Spielen. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit für euch beiden. Für euch. Viel Spaß damit. Ich hoffe auf Feedback. Ziemlich. Map made bei Redstone ist extra sichtbar. Made ist bei Kasparfield LP. Gut, dann kann ich den wenigstens auch bei mir im Titel schreiben. Made for Zombie und Endzeitkind PS. Wenn ich euch die Map gefallen habt und ihr eine Fortsetzung wollt, lasst mich wissen. Zuschauer auch. Ja, gerne, aber bitte länger. Blip. So. Awesome! Ein awesome Smiley! Oh, awesome! Aua. Ich bin so glücklich, ich möchte gleich sterben! Aber du zuerst! Wieso trinken? Was ist Treibsand? Ich hab keine Ahnung, was das ist! Wieso gehen wir unter? Ich hab keine Ahnung. Das ist. Wieso stirbst du und ich nicht? Was ist das? Lass mich hier raus! Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist, aber ich schlage weiter auf Zombie ein. Ach so, das sind... Ah, jetzt sehe ich's. Ah ja, jetzt sehe ich's auch. Wie zuerst? Wieso habe ich's vorher nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Es sah irgendwie aus, als ob da oben irgendwas war. Wie so eine... Ja, wie so eine Treibsandschicht, aber... Ja, das war der Sand, der da ganz langsam... Genau, wahrscheinlich, ist. Weil das so viel Sand war, sah das aus wie so eine komplette Schicht. Ja. Ja, war aber nice. Ja, das ist super, da direkt wieder... drin zu spawnen. In dem Todesloch. Ja. Ja, so. Ja. Was ist da alles beschildert? Die einzelnen Räume oder wie? Oder wo oder was? Ich bin mal. Überawesome. Mehr Löcher für den alten Stil der Testkammer. Ja. Ich will mal deine Brücke sehen. Boah, episch. Ist geil, ne? Ja. Hardcore. So eine Brücke möchte ich auch mal bekommen. Also Leute, habt ihr gehört, baut ihm eine Brücke. Mehr muss in der Adventure Map nicht drin sein, nur eine Brücke. Wenn die mit Pistons noch aktiviert wird, das war eine Non-Plus Ultra, ja. Z plus. Wer solche Maps wirklich schickt, wird höchstens auf YouTube blockiert. Ach Mensch, verderb uns doch nicht den Spaß. Doch. Ich bin böse. Ich habe heute erst eine gelöscht, so nach dem Motto, ah, wie fängt eine Adventure-Map an? Jump and Run und die assigsten Sprünge, die du dir jemals vorstellen kannst. Deswegen, die habe ich auch gleich gelöscht. Die habe ich gar nicht erst zu Ende gespielt. Oha. Ich habe heute eine Adventure-Map gebaut auf meinem Minecraft-Server. So teils. Ist noch nicht fertig, aber die Sprünge da sind asozialer, als ich sie bisher irgendwo gesehen habe. Einfach, wow. Weil es geht. Als Rache. Wehe, ich krieg die geschickt. Nee. Habe ich mir aber schon so überlegt, die müsste ich eigentlich endzeit irgendwann mal zeigen. Sofort Rage Quit. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Können uns nicht hauen, sind im Creative. Moment, okay. Ich muss eine Note bauen. Du machst ja sowas Cooles nicht. Bist ach ja, so, ja, stimmt. Ich bin ja viel zu hipster dafür. Für ja, ich, Noten, ich mein stelle eine Fackel dahin. Das ist deine Benotung. Fackel. Meine Benotung. Eine Fackel aus 10. Du bekommst ein Schwein. Hat er aber Schwein gehabt. Wie krass das aussieht. Ich stehe jetzt hier unten. Guck mal, ist das bei dir auch so? Ich sehe die ganze Zeit Mobs spawnen und sofort wieder die spawnen. Oh ja, cool. Disco Mobs. Sieht krass aus. So nach dem Motto Slender Evolved. Mit 1000 Monstern, die alle gleichzeitig näher kommen. Die für das Schwein steht da in der Mitte. I don't know what the fuck is going on. Bewegt sich kein bisschen. Das schaut auch so. Oh mein, versuch mich um. Sam, rette mich. Fackel. Okay, ich mach dann mal die Aufnahme aus. Okay, ich brauch noch eine Note. Die Map bekommt von mir ein...
Y für ja, wir möchten noch eine zweite Map. Ja, wird aber mit J geschrieben. Egal. Ich habe die Note schon gebaut. Toll. Ende. Ich bin tot. Tot.